Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es ein Unboxing davon. Ihr seht es ein bisschen. Und ich würde sagen, du darfst mal aufmachen. Cool. Also wir haben hier auch wieder unseren kleinen Zuschauer sitzen. Ich hoffe, er hält ruhig. Er muss es ja auch kontrollieren, ob es ihm gefällt. Das ist ja schließlich schon irgendwie für ihn. Aber irgendwie war das Messer schon mal schärfer. Siehst du, mein Handy hat vibriert. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ja, ich habe das da ins Bett gelegt. Ach, schön. Ich brauche das nicht. Ach so. Dann ist ja auch gut. Dann setze ich cool. Hier das Bett zu Ende. So. Stinkt. So, das ist eigentlich der Hauptgegenstand. Und das ist auseinandergefallen. Ja. Also ihr seht hier, die Verpackung ist ja relativ klein. Das heißt, der Inhalt ist auch nicht sehr groß. Das ist gut. Wenn man es mitnehmen möchte. Genau. Das hier gab es dazu. Das können wir ja nachher euch noch zeigen oder erklären. Ich würde sagen, ich mache einfach mal auf. Ihr seht hier schon, von der Firma gibt es momentan nur eine Milchpumpe. Also, echt? Ja, bringt jetzt nicht, wenn, oder was heißt bringt jetzt nicht, wenn ich den Namen, also wenn ihr, wie sage ich denn das? Also der Name sagt nichts Spezielles aus, weil wenn ihr nach der Firma guckt, findet ihr diese Milchpumpe und ein Zubehör, aber nicht irgendeine andere. Okay. Schön, dass du pupst. Hörst du das? Blub, blub, blub. Echt? Ist das nicht wieder hier dieses Ding da vorne? Oder? Ich weiß nicht, du kannst mal aufmachen. Ich darf aufmachen. Muss ihm mal hier helfen, da ist nicht was also rausgefallen. Also irgendwie ist die Firma noch ganz neu oder so und noch ganz kleines Unternehmen. Ja, halt frisch gegründet, also schon ein Stückchen, aber gibt's noch nicht so lange. So. Sie sieht aber cool aus. Ja. Guck mal, ein Häschen. Guck mal. Was hab ich denn hier? Hallo. Kleiner Kasten. Ich hole einfach erstmal alles raus. Richtig? Ja. A. Wieso ist denn dein Ärmel nass? Kannst du mir das verraten? Wahrscheinlich war der mal im Mund. Kann das sein? So, das ist schon mal leer. Anleitung gibt es auch dabei. Wahrscheinlich auf Englisch, nehme ich an. Ja. Wir haben ein tanzendes Häschen mit dabei. Und es geht weiter. Wir hatten kurz technische Probleme. Oh, das ist das Gerät. Das ist das Gerät, das ist echt klein und ganz cool. Ich weiß ja nicht, wie viel Erfahrungen ihr so mit Milchpumpen habt. Oder also ich habe keine. Naja, aber zum Beispiel, also wo wir im Krankenhaus waren, nach der Geburt war bei uns im Zimmer eine Frau, also eine andere Frau, die auch ein Kind gekriegt hatte. Und die hatte eine Milchpumpe und das war ein riesen Apparat. Ja, das war so ein Apparat, der war wahrscheinlich ungefähr so groß wie so ein EKG-Gerät. Ja, ich weiß nicht, so ein Ding hier halt, so, keine Ahnung. Ja, in so einem fahrbaren Untersatz. Ja, und genau dasselbe sollte sie sich dann auch, also sie hat ein Rezept bekommen, dasselbe sollte sie sich dann in der Apotheke oder irgendwo holen, genau, für zu Hause. Klar, warum auch nicht? Ja, so kaufen würde ich mir das nicht, so eben, aber, ja, keine Ahnung, ich finde es halt schon krass hier zum Mitnehmen, voll Handtaschengröße. Hier, guck mal! Gerät. Gibt's hier. Cool. Huch. Huch. Guck mal. Netzstecker. Guck mal. Oh, auch sehr cool mit 1000 Adaptern. Kann seine Taschen aber vielleicht laden. Also hier unten macht man die Schläuche ran zum Milchpumpen und hier daneben an der anderen Seite ist da, wo man das Ladekabel ansteckt. Also das kann man mit Akku und am Strom eben benutzen. Hier oben ist das Display, wie man sieht, und verschiedene Knöpfe zum Einstellen. Aber wir müssen es dann wahrscheinlich eh erstmal aufladen. Na, tu doch mal. Nee, ich will erst die Anleitung. Also wie gesagt, Kabel mit 1000 Adaptern für alle möglichen Orte. Also ja, auch was für im Urlaub. Ja, erstmal, aber dann halt auch einfach, weil die das ja überall hin liefern und dann schicken die einfach alles einen Stecker sozusagen auch haben müssen. Auch verschickt wurde es aus England oder so. Hm. Die Firma hat ihren Sitz in Australien. Ach so, ich dachte, die haben ja noch dort. Nee. Ich glaube nicht.
Hergestellt wurde es in Korea. Ja gut, das Ganze wahrscheinlich auch mitrechnen. Der Schnuller wurde in England hergestellt. Das ist aber schön. Und in Deutschland versabbert. Wir haben eine Flasche. Jetzt müssen wir wahrscheinlich alles auskochen. Das Ganze. Da steht bestimmt auch drauf dann. Ja. Vor dem Bild. Ja, wir haben Flasche, Schlauch. Ein Schlauch. Ein Schlauch mit zwei Enden. Ja, und hier ist dasselbe nochmal drin. Weil? Naja, weil du ja gleichzeitig auf beiden Seiten pumpen kannst. Ah. Und wahrscheinlich diese Aufsätze. Ja, das hier oder? Sind die Aufsätze. Da sind drei verschiedene Größen. Boah. Je nachdem, was man dann braucht. Also man wirklich ganz individuell. Das sieht gefährlich aus. Ja, wir müssen da mal gucken, wenn man zusammen. Wo fügt man sich das ein? Das hier ist praktisch die Verbindung von hier zu dieser Flasche. Ah. Und hier ist der Schlauch. Ah. Und das hier ist irgendwo noch dazwischen, vielleicht hier oder sowas, keine Ahnung. Aha. Weiß es nicht. Das wird schon stimmen, wird ja eh alles drin ja stehen. Halt! Ach, das packst du gleich wieder rein. Halt, ich will mal die Flasche einpacken. Ach, und da ist noch ein Trinksaug irgendwas drin und ja. Und du hattest recht, nochmal ja, dasselbe. Ja, es ist alles doppelt. Das heißt, wenn man auch immer erstmal nur eins benutzt, hat man dann noch die Ersatzteile. Also man kann zwar auch jedes Ersatzteil einzeln nochmal nachbestellen. Übrigens wurde es relativ schnell geliefert. Also die Bestellung erfolgte am 1. und heute ist der 5. Heute kam das mit Express-Dings. Wir hatten zwar ein paar Schwierigkeiten, weil die Post aber uns keinen Zettel. Auf keinen Fall aufgrund ja, das von hat der Firma. Nichts mit der Firma zu tun, sondern die Post hat uns keinen Zettel im Briefkasten getan, wo das ist nämlich nicht genau die ich bestellt hatte, sondern ich hatte eigentlich eine bestellt, dann wurde die halt 4 Tage später geliefert, dann haben wir keinen Zettel im Briefkasten gehabt und dann haben wir sie nicht abgeholt und deswegen wurde sie zurückgeschickt und jetzt haben wir halt eine neue sozusagen bekommen. An dieser Stelle möchte ich noch was anmerken und zwar waren wir ungefähr eine halbe Stunde, nachdem wir das Video gedreht hatten, also dieses Unboxing hier, bei der Post was anderes abholen. Was wir abgeholt haben, seht ihr in dem Vlog, den wir vorher hochgeladen haben auf jeden Fall. Also das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und auf jeden Fall war ich eben bei der Post und habe so einen Zettel abgegeben, wo halt drauf stand, ein DHL-Paket. Und dann kam der Postbote aus dem Lager mit 2 Paketen und meinte, hier ist noch eins für Sie. Und ich habe es mir angeguckt und es war genau dieselbe Verpackung wie von der Milchpumpe. Und es war die erste bestellte Milchpumpe, wo ich gesagt hatte, die haben sie wieder zurückgeschickt. Weil der Postbote mich aufgeklärt hat, dass aus dem Ausland die Pakete 14 Tage aufgehoben werden. Was ich aber nicht wusste, weil im Internet bei dieser Sendungsverfolgung stand 7 Tage. Und ich habe dann bei der Post dort angerufen und habe gemeint, hier, die 7 Tage sind schon um, halten Sie sich denn auch wirklich daran? Also ist es jetzt schon wieder weg? Und da wurde mir gesagt, ja, deswegen bin ich nicht hingefahren. Hätte ich nicht angerufen und wäre ich einfach hingefahren, ohne den Paketschein, aber mit der Nummer durch die Sendungsverfolgung, hätte ich die Milchpumpe abholen können, dann wäre der ganze Scheiß nicht so aufwendig gewesen. Aber mir wurde gesagt, es wurde schon weggeschickt und dann wurde jetzt, es waren über 14 Tage später, war die immer noch dort. Also ganz ehrlich, ich hätte die auch dann abholen können, dann hätte ich 2 gehabt. Also die Post hier, das ist schrecklich. Genau, dann haben wir hier noch, das war bei der ersten Bestellung auch nicht mit dabei, hat sie mir von erzählt. Also wir hatten so einen Gutscheincode für diese 15 für die Euro Rabatt hatten wir. Und den gibt es bei Instagram auf der ihrer Seite, die posten das regelmäßig. Da könnt ihr das gucken. Ist alles verlinkt unten ja, drunter. Und im Video können wir auch die Seite hinschreiben hier. Wie die Seite heißt und die machen immer mal so Gutscheincodes, weil das jetzt halt noch ganz neu ist und so wie werbemäßig und so. Ja, auf jeden Fall hätte es diese Beutel am Anfang nicht dazu gegeben, weil eben bei einem Gutscheincode gibt es die nicht dazu. Aber wenn man keinen Gutscheincode hat, dann kriegt man diese 30 Beutel so einfach dazu geschenkt. Aber die kann man auch nochmal kaufen. Ich habe, weiß ich nicht, ich glaube die kosten 12 Euro oder so. Ja, und wie wir jetzt zu diesen Beuteln kommen auf jeden Fall, da die uns sozusagen eine Bestellung noch fertig gemacht haben, nachdem unsere wieder zurückkam oder auf dem Weg wieder zurück zu dem war, haben die uns eine fertig gemacht mit Gutscheincode und mit Beuteln eben. Ich weiß nicht, die können das dann scheinbar selbst so. Ja, ich habe halt den Kundenservice angeschrieben, weil mein Paket noch nicht da war, nach 20 Tagen und die haben mir dann halt den Link zu DHL geschickt und da habe ich gesehen eben,
dass es hier bei der Postfiliale abgegeben wurde und alles. Und dann habe ich denen Bescheid gesagt und die haben sich bei DHL beschwert und haben eine neue Bestellung sozusagen losgeschickt. Und da haben die dann halt diese 30 Beutel damit mit reingepackt. Das steht auch in der Rechnung drin, die habe ich aber drüben. Ach so, Rechnung. Das Ding kostet 100 Euro. Wie viel Dollar oder so, weiß ich jetzt gerade nicht. Na, auch ungefähr. Das steht auch auf der Rechnung. Werden aber wahrscheinlich Pfund sein bei England, dann ist es ein bisschen weniger. Ja, Dollar und Pfund steht drauf. Ja, also Dollar wird ungefähr ähnlich sein, Pfund ein bisschen weniger. Ja. 85 oder was. Genau. So, und jetzt guckst du mal in die Anleitung. Ich ziehe hier mal die Schutzfolie ab. Hast du das kaputt gemacht? Weiß nicht. Nee. Hä? Nee, ich glaube, das ist so gedacht. Oder was hast du gerade gemacht? Nein. Das ist bestimmt einfach nur so ein Kleber von der Produktion. Den ich jetzt hier habe. Herzlichen Glückwunsch. Ah, hier sieht man, wie das aufgebaut ist. Und hier sieht man eine Erklärung zu allem. Und jetzt in die Reihenfolge. Das ist voll einfach erklärt. Also könnte auch ich machen. Also könnte auch ich verstehen, meinst du? Ja. Nein, wir probieren das nicht bei mir. Auf solche Ideen komme ich gar nicht, weißt du? Ja. Ja, und hier hinten ist auch nochmal hier zum Kundenservice oder zu so, wenn man irgendwelche Hilfe noch braucht beim Zusammenbauen. Guck mal, oder so. Müssen wir es nicht einblenden. Wir blenden es trotzdem ein. Weiß ich doch. Der Kundenservice antwortet extrem schnell, sind 24 Stunden erreichbar, zumindest am Wochentag, obwohl, also ich habe auf jeden Fall einen Wochentag geschrieben, also per E-Mail, ne? Was ist los? Was denn? Ich habe es fertig. Cool. Ist es geladen? Aha. Was lachst du? Was lachst du? Das klingt voll lustig, wenn man sich den Rüssel hier ans Ohr hält. Hast du schon gestartet? Ne, ich hab angemacht, dann ging es sofort los. Ja, warte, ich komme mal hier vorne. Also, man kann. Ich mache das jetzt mal an. Müssen wir dann noch Englisch können? Das sind Fachbegriffe, die ich wirklich nicht kann. Irgendwo ist mein Handy hier unten. Ja, also irgendwie macht man mit Plus halt, so sage ich mal, die Geschwindigkeit höher und mit Minus geringer. Dann kann man zwischen, also mit dem Tropfen hier unten, zwischen dem, wahrscheinlich dem normalen Modus und diesem Massagemodus, der Massagemodus ist dafür, wenn man aufhören will, dann macht es so langsamer, so wie das Kind halt, wenn es zum Beispiel dabei einschläft, dann, oder wenn es halt fertig ist, dann macht das Kind langsamer und dann hört es halt von alleine, dieser Fluss sozusagen, auf. Und das macht halt das Gerät auch mit diesem Massagemodus sozusagen. Ja, und hier, man kann halt auch irgendwelche Programme speichern. Ach, guck mal, wie das Ding da ran saugt. Ja, eben. Aber die Lautstärke, das war gerade wahrscheinlich Stufe 10. Nee, das war 6. Oder 6, aber ist ja auch egal. Das ist ja wirklich gut. Wenn ich mir überlege, wie laut das bei der Frau war, die bei uns im Zimmer lag. Da dachtest du, der Handwerker sind nebenan und bohren irgendwas. Das habe ich aber bei dem Gerät hier schon oft gelesen, dass es halt super leise auch ist, wenn du es irgendwie unterwegs, du kannst dich mal in die Bahn setzen, dir das Ding drunter packen, das sieht dann zwar komisch aus, aber nee. Aber das, es hört niemand und es ist halt wirklich mit dem Akkubetrieb, das ist so toll. Wir müssen das aber mal aufladen und ich glaube, es hält bis zu 4 Stunden durchgängiges Pumpen sozusagen der Akku aus. Aber das hältst du nicht aus. Nein. Und ja, da haben wir die Flasche und hier ist
Aber das hier ist das zum draus trinken? Ja. Cool. Aber ich glaube, das ist ihm zu klein. Ja, und wir haben ja auch unsere, also sag ich mal, die Flasche, die er schon kennt, würde ich ihm trotzdem daraus geben. Ja. Vor allem, wenn man es hier so eingefroren hat oder so. Und die Flasche hier würde ich zum Aufbewahren im Kühlschrank zum Beispiel nehmen. Man kann ja im Kühlschrank 3 Tage oder 2 aufheben, eingefroren irgendwie. Ich habe das schon überall gelesen, ich habe es mir bloß nicht gemerkt. Weil, sehr interessante Texte scheinbar. Ja, weil es bis jetzt einfach für uns nicht wichtig war, weil wir eben noch nicht so eine Pumpe hatten. Ja, ich würde sagen, wir stecken das Gerät jetzt an, lassen es laden. Okay, das ist der qualitativ hochwertigste Film, den ich jemals gemacht habe. Hier ist bloß kein Licht. Auf jeden Fall wollte ich euch nur zeigen, was passiert. Guck mal, meine Nägel, guck mal. Schön. Die waren gerade echt neonfarben. Meine Nägel waren neonfarben im Dunkeln. Alles gut. Ich wollte euch nur zeigen, was passiert, wenn man das Ding in die Steckdose steckt, also den Stecker. Was dann angezeigt wird, wenn es lädt. Hier. Ja, dieser kleine Stecker, boah, das wird einfach nicht scharf. Der kleine Stecker, den zeigt es auch, wenn man das sozusagen mit, also angesteckt sozusagen benutzt, ne? Und jetzt seht ihr hier an dem Akku, der sich da so bewegt, dass es lädt. Und ja, geht genau. Geht das auch, wenn man es am Strom benutzt? Wahrscheinlich. Okay. Ich lasse es jetzt mal laden. Wieso wandern da so Streifen durch dein Bild? Okay. Das war eigentlich schon unser Unboxing. Ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, das kennt ihr auch so von dem Kinderwagen-Unboxing. Dass da irgendwie nicht so der Reihe nach abläuft, sondern ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, wenn ihr zu Hause das Teil bekommt und das dann auspackt, einfach ohne es zu filmen, dann wäre das genau in dieser Reihenfolge so ungefähr. Einfach erstmal alles angucken und wissen wollen, wie es funktioniert und so weiter. Von daher hoffe ich, dass es euch trotzdem ein bisschen gefallen hat und unterhalten hat. Und ja, dann hoffen wir natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ich kann nicht reden. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und noch irgendwas? Ja, ich verabschiede mich jetzt hier auch stellvertretend für Philipp, weil er jetzt gerade nicht kann. Was? Ja? Ja. Ja? Gut. Der Kleine ist jetzt mittlerweile auf seinem Arm eingeschlafen, bei mir wollte er nicht, aber vielleicht, weil er mich heute schon den ganzen Tag gesehen hat. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.